Hallo zusammen, hier ist wieder Nanako mit einer richtig traumhaften Insel für euch. Es ist wieder eine sehr schöne, natürliche Insel. Ein bisschen sehr schön verträumt. Ich zeige euch mal die Karte, die auch wieder traumhaft gestaltet wurde. Und halt auch mit wunderschönen Bodendesigns wieder, deswegen halt die normalen Wege wurden praktisch nicht verwendet. Wir haben hier zwei Häuser, dann wohnt hier noch die Eleanor, die Mona, die Bea, die Liliane, Chai, Mandy, Martin, Bienchen und Oscar. Ja, man sieht, die Häuser sind einmal oben rechts und einmal unten links. Da werden wir uns nachher natürlich auch noch hinarbeiten. Und die sind wirklich traumhaft eingerichtet. Also, ihr müsst euch unbedingt anschauen. Und ich laufe schon mal einfach los, um euch schon ein bisschen die Insel zu zeigen. Es ist wirklich absolut detailverliebt und absolut romantisch und wunderschön, wie immer. Halt, es sieht immer so aus, als würde gerade irgendwo so eine kleine Teeparty stattfinden. Die Teilnehmer sind nur gerade in kurz nicht anwesend und werden jeden Moment wiederkommen. Also sieht alles immer schön natürlich aus, als wäre gerade jemand noch da gewesen. Ist wirklich wunderschön. Ist halt alles ein bisschen in Gelb und Grün und Weiß gehalten. Ist richtig schön ein bisschen, ja, dieses ruhigere. Diese Sand darin Farben, also nicht so kitschig rosa bunt oder so. Ist richtig schön natürlich. Ein bisschen frühlingshaft. Hier haben wir schon mal das Museum. Hat hier überall so kleine Nischen, wo halt jeder freie Platz einfach ausgenutzt wurde, um dann noch eine schöne Leseecke zu gestalten. Also ist wirklich wunderschön. Da hat hier auch schon wieder so eine kleine Teeparty. Steht halt überall immer was rum. Hier haben wir natürlich auch so einen kleinen Reisebus, den kennt man natürlich auch. Und auch wieder in einem traumhaften Design. Und hier hinten ist so ein kleiner versteckter Bereich. So ein bisschen so, ja, in Wolkenoptik gehalten. Wirklich wunderschön. Also wieder absolut kreativ und detailverliebt. Und einfach traumhaft. Ja, hier haben wir so ein bisschen rosa. Muss auch mal sein. So ein kleines bisschen Farbabweichungen sind ja okay. So ein bisschen die Hochzeitsdeko, ein bisschen die Osterdeko. Und alles durcheinander, miteinander kombiniert, ist einfach traumhaft. So, hier haben wir auch schon eins von den beiden Häusern. Schaue ich mir dann gleich einfach mal an. Und halt passend zum Inselstil. Auch so ein bisschen gelblich und grün gehalten. Alles ein bisschen ruhiger. Dann haben wir hier natürlich noch ein passendes Schlafzimmer. So, dann schauen wir uns nochmal die seitlichen Räume an. Da haben wir noch ein weiteres Schlafzimmer. Mit so ein bisschen, ja, so ein kleines Kinderzimmer noch teilweise. Also ich glaube, es ist so ein, kleines Hotel. Oder eine Pension. Wegen den mehreren Schlafzimmern.
jemandem etwas gehobeneres, also mit so einem kleinen Extrabett noch. Also halt wieder super kreativ, also von den verschiedenen Raumthemen. Dann haben wir oben noch mal was. Den Keller gibt es bei diesem Haus nicht. Bei dem anderen Haus gibt es noch einen Keller. Dann haben wir hier natürlich die Küche, den Essbereich. Ist halt auch wieder traumhaft gestaltet. So, das war das erste Haus. Das zweite befindet sich ja weiter oben rechts. Da werde ich mich dann so langsam hinarbeiten. Das werde ich natürlich auch noch zu sehen bekommen. So. Dann haben wir hier noch den eigentlichen Eingang, wenn man halt direkt zu Besuch kommt und nicht nur schlummert. Hier auch wieder so ein kleiner niedlicher Sitzbereich. Halt überall stehen die kleinen Bollerwagen und kleine Items rum und ein kleiner Schirm liegt rum und ach so wirklich traumhaft einfach wieder. Selbst eine Badewanne steht hier. Halt überall so kleine Bereiche wieder. Einfach traumhaft. Halt die Bewohnerhäuser überall so ein bisschen verteilt. Unmengen Blumen wieder. Halt hier ganz hinten versteckt der Campingplatz. Dann hier auch mit der Pyramide nochmal so ein gestaltetes Häuschen. Also wirklich süß. So, da hinten haben wir schon das zweite Haus. Schauen wir uns dann gleich mal an. So. Es ist ein bisschen dunkler hier. Der Wasserhahn läuft noch, also. Ist der hintere Raum ziemlich hell gehalten. Und halt wirklich hübsch finde ich die Bücherregale, wo halt dahinter so ein großer Schrank steht, dass man halt oben was drauflegen kann. Also das kennt man natürlich auch, dass man irgendwelche Kisten auf dem Schrank hat. Das sieht natürlich wirklich richtig wohnlich dadurch aus, also vertraut. Also einfach traumhaft. So, und dann natürlich wieder die seitlichen Räume. Da haben wir dann nochmal so ein Studierzimmer, teils ein bisschen Bibliothek. Auch wieder genutzt mit dem Schrank, dass oben was drauf liegen kann. Natürlich noch den anderen seitlichen Raum. Dort finden wir noch mal einen Wohnbereich, der wieder passender zur Insel gestaltet ist, in diesen gelb- und grünen Tönen. So eine kleine Schneiderei-Ecke noch ein bisschen. Es hat richtig schön gemütlich, wohnlich. Fehlt natürlich noch der Dachboden und der Keller, der kommt natürlich gleich auch noch. Da haben wir hier ja so ein Nähzimmerchen, so ein bisschen Hauswirtschaftsraum. Also wirklich liebevoll gestaltet.
Dann haben wir hier auch noch mal wieder so einen Wohnbereich. Richtig schön gemütlich, hell und freundlich, also traumhaft. So, das war das zweite Haus. Schauen wir mal, wo wir denn noch so hinkommen. Haben wir hier noch so einen kleinen Weg. Den folgen wir natürlich erstmal. Sind wir wieder unten bei diesem kleinen Pyramidenhäuschen. Hat auch hier dieses kleine, niedliche Bodendesign. Also, es ist ein Häschen, ein Bärchen oder beides in einem. Absolut süß. Hier auch wieder niedlich integriert, ein Bewohnerhaus. Nochmal die Schneiderei, passender Deko davor. Hier so ein kleines Musikstudierzimmer, also traumhaft. Auch wieder ein Haus mit so einem kleinen, ja, so einem Kaffeebereich davor. Oder eher ein kleines Café schon. Machen wir erstmal nochmal hier lang, zum Wasser finden. Mal einen traumhaften Ausblick auf die ganzen Wasserfälle. Das ist wunderschön. Eine von unseren Gastgeberin. Dann natürlich die nächsten Bewohnerhäuser. Oder eins von denen. Dann haben wir hier nochmal eine Buchhandlung. Dann mit wahrscheinlich alten Büchern. Hier waren wir schon. Und halt hier auch wieder wunderschönes Terraformen. Mit den kleinen Wasserfällen und den kleinen Bächlein. Also wunderschön. Ziemlich schnell durch, also. Ja, dann suche ich mir eine schöne Ecke hier. Ja, ich hoffe, euch hat die Reise über diese Insel mit mir wieder gefallen. Und den Schlummercode findet ihr natürlich wieder unten in der Beschreibung, so wie immer. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei einer weiteren Schlummerreise wieder mit dabei seid, die es auch wieder öfters in den nächsten Tagen geben wird. Es ist ein bisschen ruhiger bei mir gewesen auf dem Kanal, ja. Manchmal brauchen wir ein bisschen Ruhe, ein bisschen Urlaub. Also es wird wieder öfters wieder welche geben. Und ja, lasst mir doch gerne ein Like, einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo da. Das würde mich tierisch freuen. Oder besucht mich auf Twitch. Da findet ihr mich Montag bis Donnerstag live abends. Den Link könnt ihr unten in der Videobeschreibung oder in meiner Kanalinfo hier finden. Also kein Problem, das findet ihr ganz leicht. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr auch mal einschalten würdet. Und ja, kann ich nur wieder sagen, bis zum nächsten Mal und einfach, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao!